Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Als allererstes gehen wir hier in diesen Gun Shop. So. Und holen uns eine neue Waffe. Und zwar eine Pistole. Ja. Ich will mal lieber wieder mit Pistolen hier ein bisschen arbeiten. Und zwar machen wir dafür. Wir nehmen die hier. So ausrüsten und dafür machen wir die MP weg. Denn ich finde die MP irgendwie total blöd, ehrlich gesagt. Also, nee. Wiedersehen. Da komme ich doch lieber besser mit einer Pistole klar. So, jetzt brauche ich einen Wagen. Wagen, Wagen. Hey, beweg deinen Arsch hierher. Hast du ein verficktes Problem? Er will mich verletzen. Hörst du schlecht? Hau ab! Ich mein's ernst, halt dich da raus! Arschloch! Verschwinde! Okay. Jetzt! Okay, wir müssen da nach oben, um die nächste Mission zu beginnen. Dann wollen wir mal. Hi, Kollege. Hier mit all den Kriminellen? Ich bin es leid. Die sind so leicht zu täuschen. Jeder glaubt, ich wäre die Gestapo, weil ich Deutscher bin. Ich wurde wegen meiner Kindheit befördert. Setz dich. Nun, wie lautet die Mission? Ich will heute töten. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Huh? Du hast was erledigt? Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Heute wird dich in 1000 Stücke reißen. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen heute jetzt an. Er ist auf alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Aber heute weiß nicht, wie du aussiehst. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Nein, 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 nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt, keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich da drin. Das Wichtigste zuerst. Dein Aussehen muss stimmen. Wie? Wir klauen eine Uniform. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Finde einen Rekruten. Dann lasse seine Leiche verschwinden. Klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Gut, gut, werde ich machen. Doppelgänger. Hallo? Jason, hast du es auf Holz Insel geschafft? Ja. Du hast nun bald das Ende des Pfades erreicht. Citra ist überzeugt, dass du der mächtigste Krieger des Stammes werden wirst. Alle Tatao gehören dann dir. Wenn du überlebst. Das garantiere ich. Ich wusste es, Jason. Um ins Zentrum zu gelangen, streife die Sorgen deines alten Lebens ab. Nur Citra und der Pfad dürfen bleiben. Ich weiß, was ich tue. Viel Glück. Ja, danke, danke. Moment, aber davor gucken wir ganz kurz nochmal auf die Karte. Und zwar will ich als allererstes diesen Funkturm erklimmen, um mal hier ein bisschen mehr aufzudecken, denn ist mir ein bisschen noch zu wenig. Ich sehe ja hier fast gar nichts von der Straße oder was weiß ich. Wie komme ich denn da am besten rüber? Überfahren ist nicht, oder? Nee. Überfahren ist nicht. Nee, ist leider nicht. Schade. Na, dann müssen wir halt rüber rennen. Auch gut. Wir könnten auch mal nebenbei eine Waffe hier ausrüsten, bitte. Bloß geht es gerade irgendwie gar nicht, warum auch immer. Hallo? Eine Waffe ausrüsten? Ich kann keine Waffe ausrüsten. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe doch eine Waffe, hä? Das kapiere ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum ich keine Waffe hier ausrüsten darf, kann, haben, tun. Kein Plan. Naja, egal. Solange keine Gegner hier sind, ist eigentlich noch alles klar. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Operngesang?
Fresse, da wird nur geschrien gerade. Sind ja schon wieder da. Aber warum wir keine Waffen hier haben? Ich kann echt nichts ausrüsten. Ha. Ich drück die 1, ich drück die 2, ich drück alles. Geht nix. Kapier ich ehrlich gesagt gar nicht. Naja. Egal. Naja, so egal ist es eigentlich nicht. Wegen wenn da gar nicht Gegner sind, wo wir hin müssen. Alter. Daran sollen wir klettern? Oder wie? Ach, wir müssen von da aus klettern. Okay. Das wird auf jeden Fall jetzt noch schwieriger, scheinbar. Und jetzt darüber springen? Wir haben nebenbei immer noch diesen Wingsuit. Hammergeil, ey. Den haben wir jetzt für immer, oder was? Das ist ja richtig geil. Dann können wir ja voll tief fallen. Ah. Jetzt da lang, glaube ich. Alter, das ist jetzt echt tricky hier. So. Ich weiß, da lag irgendwo ein Pfeil im Bogen oder so, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich will am liebsten nur nach oben. So. Jetzt da rauf irgendwie. So. Dann bin ich doch auch schon da oben gleich. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Definitiv. So, jetzt wollen wir das wieder aufmachen. So, zack. Da nach vorne irgendwo. Ja, ich würde sagen Seilrutsche einfach mal, ne? Ja, Seilrutsche. Was? Ach du Scheiße. Hunde und ich habe keine Wumme. Alter, ist das ein Scheiß. Ich habe nebenbei auch gerade gar kein Messer, ey, irgendwie. Alter, entweder das ist verbuggt oder das soll so sein, aber ich... Hä, das ist doch bestimmt verbuggt irgendwie. Das ist einfach... Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Ich habe keine Wumme. Gar nichts. Mich verfolgen die ganze Zeit die ganzen Tiere hier. Alter. Ist das gerade nervig, ey. Meine Fresse, ey. Ja, lass mich in Ruhe. Ja, bleib weg. Bleib weg. Dass ich echt keine Waffe habe. Die Frage ist ja, soll es wirklich so sein oder... Alter, die verfolgen mich ja immer noch. Meine Fresse. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Sind die weg? Nein. Wie soll ich denn diesen scheiß Köter killen? Wenn ich keine Wumme mehr habe, gar nichts. Ich habe nicht mal ein Messer. F geht nicht, gar nichts geht. Ich drücke gerade mal einfach alle Tasten. Es geht gerade gar nichts. Ich kann hier nur irgendwie Granaten auswählen. Da unten rechts, aber so wirklich Waffen oder so? Ist nicht. Naja, solange sie jetzt endlich mal weg sind, diese Hunde. Sind da noch welche irgendwie? Ist das der einzige Typ, der da ist? Anscheinend. Komme ich denn am einfachsten an den ran? Einfach hier durchlaufen, würde ich sagen, ne? Ja, schaut gut aus. Sonst ist ja hier keiner, glaube ich jedenfalls. So, gehen wir da hin. So, jetzt schnappe ich ihn hier. Ich kann auch keinen Takedown ausführen. Leute, ich kann gar nichts machen.
Das ist verbuggt. Ich lasse mich mal eben killen. Es ist verbuggt gerade. Irgendwie. Es geht gerade gar nichts. Ich habe keine Waffe. Ich kann keinen Takedown ausführen. Es geht gerade gar nichts. Ich hoffe mal, ich habe jetzt mal irgendwie wieder Waffen. Immer noch nicht. Oder muss ich mich wirklich da reinschleichen? Töten, bloß keinen Alarm auslösen. Ich glaube, ich... Ja, niemanden töten heißt, ich habe einfach keine Waffen, also muss ich mich wirklich da vorbeischleichen, okay? Verstehe. Das wird ja echt heavy. Dann renn mal dahin und ich schleiche mich vorbei. An dir. Alter. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Ja, ja. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Ja, ja, ich kann's ja eh nicht machen. Ich habe ja keine Waffe. Was ja eh das Lustigste ist. Alter, wie soll ich mich an denen vorbeischleichen, bitte? Wie soll ich denn das jetzt machen? Der dreht sich doch gleich um hier. Der Hansdampf. Wenigstens kein Regen. Wehe, der dreht sich gleich um, ne? Oder er dreht sich doch nicht einfach um. So, gehen wir weiter. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Perlenkette, ole ole. Ole ole. Scheiß Ungeziefer. Ich warte mal ganz kurz. Ich hoffe mal, der Typ bewegt sich gleich wieder dahin, wo er war. Ich halte besser die Ohren gespitzt. Er geht wieder dahin, wo er war. Kurz mal markieren und schnell durch. Ah, okay. Passt alles. Oh. Geh mal dahin. Perfekt. Was? So, einfach weiter. Schnell, schnell. Ich frag mich wirklich, ob das so sein soll. Kein Plan. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich verlang mehr Geld. Das habe ich verdient. Bewegt er sich noch weg irgendwie oder bleibt er so schillen jetzt hier? Ha. Nächste Woche schicke ich dir das Geld nach Hause. Ich kann mich doch niemals daran vorbeischleichen, einfach so ganz easy. Oh, wie gerne ich den ausschalten würde, ne? Ab jetzt nur noch Skiurlaub. Dreht er sich vielleicht jetzt um mal? Ich versuch's einfach mal. So, und du gehst jetzt dahin. Und wer der andere macht auch was. Hm? Ja? Oh Gott, Alter. Ich bin so megamäßig schlecht tot, ne? Bestimmt. Alter, ist echt heavy, diese Mission. Alter, alter Falter. Boah. Mein lieber Scholli, ey. Wow, einfach nur wow. Aber finde ich trotzdem ein bisschen schade, dass ich einfach keine Waffen habe. Ich sollte einen besseren Weg finden. Ich meine, hoffentlich regnet es nicht. Ich meine, es wäre doch besser, ich hätte Waffen. Wenn ich einen kille, dann ist mir schon fehlgeschlagen. Jetzt weiß ich halt nicht so wirklich, ob das so wirklich sein soll. Wisst ihr, was ich meine? Ist halt ein bisschen blöd. Aber naja. Wie kann es sein, dass der mehr verdient? Tja. Frag mich das nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eins, dass ich euch mal alle markiere hier. Boah, wie viel sind denn hier? Sand und Wasser. Überall nur Sand und Wasser. Okay, dann muss ich da hinlenken. Was macht dich da so sicher? Komm. Go, go. Beweg dich. Ach du Scheiße.
Ja. Geil. Hammergeil. Ich dachte, da müssten wir lang irgendwie, aber wo müssen wir denn sonst lang? Boah, die Mission ist hart. Wenn es überhaupt so sein soll. Aber ich glaube schon. Soll ich denn da sonst lang? Ah, ich habe echt keinen Plan. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es jetzt. Ja? Wer weiß das schon? Auf jeden Fall werde ich hier fast gerade gesehen. Was ich definitiv nicht so geil finde. Ist echt heavier, ey. Mein lieber Scholli. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sollte einen besseren Weg finden. So, jetzt gehe ich wieder dahin, wo ich war. Also ich muss da vorne irgendwann hin. Gut. Frage ist bloß, wie komme ich da denn bitte hin? Ohne, dass mich ein Typ hier sieht, ey. Mal hier was machen. Oh, geht mal alle dahin. Oh, der hätte mich fast gesehen, ey. Der Kollege. Oh nein. Oh nein. Alter, das Schweine. So. Komm, komm, komm. Nein, mich schießt gleich einer. Oder auch nicht. Fuck it. Komm schon. Puh. Okay, jetzt tauchen wir erstmal eine Weile. Alter. Okay. Bloß jetzt nicht versagen oder so. Also das ist stealth-mäßig und alles Mögliche, diese Mission. Das gefällt mir irgendwie, die Mission, weil die halt stealth-mäßig richtig ist. Aber trotzdessen ist sie natürlich richtig hart. So. Hier sind sie bestimmt auch irgendwo. Da ist gleich einer. Und jetzt habe ich wieder meinen Dolch. Jawohl. Und habe seine Uniform. Die Ärmel verdecken die Tattoos. Sehr cool. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Ich heb auf jeden Fall mal seine Waffe auf hier. Oh, jetzt habe ich aus Versehen meinen Flammenwerfer dagegen getauscht. Naja, egal. Schieß was drauf. Wenigstens ein Fisch. Los, heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Aufs Camp vorbereiten. Sauber. Wächter, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Bist du sauber? Okay, nächster. Alles gut, Foster. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Ich komme mir vor, wie aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey. Wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Das wollen wir ja mal sehen. Wie geht's? Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen...
wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Mehr als ich. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Würstchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Okay, ich bin dann mal weg. Ja, ja. Schön, Kollege. Eine Schnellreise kann ich da nicht machen, ne? Nee. Ist ja eh nicht weit. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wir müssten dahin wieder schwimmen. Von daher schwimme ich mal lieber von hier aus. Nicht, dass ich genau vor ihren ganzen Fressen irgendwie ins Wasser springe. Und dann werde ich vielleicht noch enttarnt irgendwie. Wer weiß. Ich bin da etwas sicherer, mein Lieber. So. Dann schnapp ich mir mal das Boot hier. So. Und dann mal los hier. Und tschüss, ihr Bitches. Eine kleine Bootsfahrt ist immer schön. Jetzt eigentlich die Mission vorbei, ja, ne? Ja. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, verwirken, sprengen oder so. Bluffen, Jason. Einer von Holts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holt mir vertrauen. Ah, ja. Eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Wir haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Ich habe meinen Flammenwerfer nebenbei doch nicht gegen den Sturmgewehrdingens da gewechselt oder so. Joa, ich würde sagen, bevor wir diese Mission beginnen, werde ich erstmal ab hier diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Far Cry 3 wieder. Chakalaka, Massafucker, bye.